Hallo und willkommen zurück zu Judgment. Und ich habe jetzt mal ein wenig die Mathematik bemüht und mir nochmal die Gegenstände genauer mit den Werten angesehen. Und dazu werde ich euch jetzt einfach mal meinen Pfeil zeigen, weil ansonsten wird es ein bisschen schwer zu visualisieren. Da werde ich jetzt mal rüberschalten und hier einmal Klick machen und damit sind wir jetzt hier im Open Office Sheet, wo ihr jetzt hier oben erstmal die Waffen sehen könnt. Und da habe ich jetzt nur mal die Damage, Geschwindigkeit, Genauigkeit genommen, habe einfach mal für alles einen 10% Bonus angenommen, jetzt der Einfachheit halber. Und habe mir, ich hatte ja beim letzten Mal oder bei einem der letzten Male hatte ich die Werte von einigen Gegnern rausgeschrieben und wollte mal gucken, also die Werte von den Gegnern sind hier unten, wie gut diese Waffen gegen diese Gegner sind. Und die Formeln sind ja ziemlich einfach. Also der Schaden mit einem Schuss ist einfach Damage minus Rüstung. Die Geschwindigkeit, die angegeben ist, sind, das kann man theoretisch auch selber hier mit den Schaden pro Sekunde ausrechnen, aber das sind, wie viele Angriffe man pro 7,5 Sekunden machen kann. Und die Genauigkeit wird ja so berechnet, dass man mindestens eine Trefferchance von 30% hat und natürlich nicht mehr haben kann als 100%. Und aus dem habe ich hier entsprechend eine Formel gebaut, die damit jetzt kalkuliert, wie viel Schaden pro Sekunde denn am Gegner im Schnitt ankommt. Natürlich mit, wenn man 50% trifft, dann ist es halt nur die Hälfte vom Schaden quasi. Und da kann man hier sehen mit der Uzi, weil die natürlich sehr wenig Schaden macht und mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit ist es da, wenn der Gegner, man kann hier sehen, die Yangshi haben 6 Rüstung, da verpufft natürlich dann ein Großteil des Schadens dann gleich. Und wenn man dann auch nur 60% Genauigkeit hat und die Yangshi haben 40 Ausweichen, damit ist man beim Minimum von 20, was, oder hier mit den 10% dann noch drauf, dann halt vielleicht 22, dann ist man schon da am Minimum und das wird dann wieder auf 30 erhöht. Das heißt aber, dass da schlussendlich fast kein Schaden dabei rumkommt. Also die Uzi kann man hier sehen, ist bei den Gegnern extrem schlecht. Die Desert Eagle ist da deutlich besser und da kann man auch sehen, der Legion hat beispielsweise ja kein Ausweichen, dafür hat er eine ziemlich hohe Rüstung und in beiden Fällen ist die Desert Eagle gut bzw. schlecht, weil die Genauigkeit von der Desert Eagle halt niedrig ist, spielt das Ausweichen fast keine Rolle. Und dadurch, dass die Rüstung hoch ist, macht die Desert Eagle da halt immer noch eine Menge Schaden. Dann haben wir den Bogen, den wir ja jetzt auch gebaut haben. Der schneidet dann nochmal eine Ecke besser ab. Was ja eigentlich auch ziemlich zu erwarten war. Man kann aber hier sehen, der hat beispielsweise 3 weniger Schaden pro Sekunde. Der macht das aber allein dadurch, dass der halt eine höhere Genauigkeit hat. Und durch den Schaden entsprechend, also durch die langsamere Geschwindigkeit wird weniger Schaden abgezogen. Also im Endeffekt, umso langsamer eine Waffe, umso besser in so einer Perspektive, sage ich mal. Man braucht natürlich dann, oder wahrscheinlich länger für den allerersten Schuss, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und was hier dann ein bisschen überraschend sein könnte, ist das Sturmgewehr, das sieht beispielsweise von den DPS-Werten halt ziemlich schlecht aus, mit 17,6. Aber die Genauigkeit, die macht halt eine Menge aus. Und hat halt auch, ja, die Geschwindigkeit ist so mäßig. Aber da kann man auch sehen, beispielsweise gegen den Yangshi ist das Ding besser als die Desert Eagle. Gegen Legion ist es nur halb so gut. Und gegen die anderen beiden Gegner ist es auch hier besser. Also das ist wahrscheinlich eine ziemlich gute, ja, so eine Standardwaffe, sage ich mal. Dann habe ich hier mal noch so ein bisschen die Sniper Rifles rausgesucht. Also das Gauss-Gewehr, was ich im Moment ja mit ein paar Leuten verwende. Das hat halt allgemein einen ziemlich niedrigen Schaden, von daher braucht man da auch keine Wunder zu erwarten. Aber, ja, das ist hier immer noch besser mit Yangshi als eine Uzi. Ist mit Legion natürlich sowieso besser als die Uzi. Hier auch Morax und Cerberus entsprechend weniger. Und natürlich muss man, ja, Gauss-Gewehr hat natürlich eine höhere Reichweite und so. Der Bonus, der ist natürlich hier jetzt nicht mit drin. Und dann haben wir ein Schienengewehr, das wäre das Upgrade dazu. Das ist dann schon besser, aber das
ist jetzt auch nicht super gut im Vergleich zu den anderen Waffen hier. Aber ja, hat halt noch eine höhere Reichweite. Und das Scharfschützengewehr, was aber auch schlechter ist als das und natürlich nochmal eine höhere Reichweite hat. Und die gesegnete Pistole habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben noch, um zu gucken, ob das Ding denn wirklich so schlecht ist, wie es aussieht, wenn man hier alles mit einbezieht. Und ja, es ist immer noch so schlecht. Also, das kommt halt immer noch nicht mit einer Desert Eagle mit. Und entsprechend mit den Waffen habe ich das auch. Also, der Schlussfolgerung von der Waffe, die man jetzt ein bisschen daraus ziehen kann, ist, dass ich die Uzi ein bisschen überbewertet habe. Natürlich hat die ihr gute Dienste geleistet, aber die ist halt jetzt gegen stärkeren Gegner nicht mehr so gut, weil die halt eine höhere Rüstung haben. Gegen die schwächeren Gegner, ja, ist sie natürlich nach wie vor ordentlich, aber ja, die kommt halt an ihre Grenzen mittlerweile und sollte ersetzt werden. Die Rüstung habe ich das auch, habe ich mir auch angesehen. Die habe ich hier unten dann aufgeschrieben. Und da habe ich das so gemacht, dass ich die auf Sekunden des Überlebens ausgerechnet habe. Also mit, sagen wir mal, mit 100 Hitpoints, 120 Hitpoints, wenn da ein Schlag alle 30 Sekunden wäre, der 60 Hitpoints abziehen würde, dann würde man hier entsprechend eine Minute überleben, weil in der Minute kommen zwei Schläge und danach ist man tot. Und so habe ich dann entsprechend hier mit einer Formel den Schaden umgerechnet, natürlich wieder Schnittwerte. Und damit kann man dann sehen, wie lange man denn damit überleben würde, wenn der entsprechende Gegnertyp angreifen würde. Und da habe ich jetzt einfach mal Kevlar eingetragen, als das, was jetzt ja, die Standardrüstung für die Tanks ist. Und da kann man sehen, gegen Yangshi und Legion, da kann man schon ein bisschen was aushalten. Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass der Legion mehr Schaden machen würde, aber so viel ist das da gar nicht. Morax, ja, da hält man dann schon ein bisschen weniger aus und der Cerberus, der zerfetzt einen einfach komplett. Gut, den darf man erst gar nicht rankommen lassen. Und dann können wir mal gucken, wie stark sich jetzt hier beispielsweise das Ausweichen mit 10 Hitpoints auswirkt. Und da kann man schon sehen, das bisschen Ausweichen hier, das erhöht immerhin die Überlebensdauer beim Yangshi und beim Legion um 50%. Und ja, beim Morax im Endeffekt auch. Ja, und beim Cerberus auch. Also die ist schon ziemlich gut im Vergleich. Und dann kommen wir bei dem Dämonenvernichter. Da sind wir ja auch, glaube ich, gar nicht so weit von entfernt. Das erhöht das Ganze nochmal. Da haben wir dann fast doppelt so hohe Werte wie bei der Kevlar-Rüstung. Obwohl sie halt nur drei mehr Rüstungen. Ein bisschen, ja, also fast doppelt so viel ausweichen ist schon ein bisschen was. Und ja, 130 HP hat. Und ist also auch insgesamt von den Werten her, sieht die vielleicht gar nicht so viel besser aus. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wenn die doppelt so gut wäre wie die Kevlar-Weste. Aber wenn man sich hier die Werte anguckt, dann kommt quasi das Doppelte als Resultat raus. Was natürlich daran liegt, dass ja, die Seiten quasi, die Werte sich quasi hochmultiplizieren, so gesehen. Oder den verbleibenden Wert runtermultiplizieren. Deshalb hat man halt auch in MMOs beispielsweise beim Rüstungswerten Diminishing Returns normalerweise, damit man halt da nicht auf einmal, ich sag mal, wenn man 99 Rüstung hat oder 99% geschützt ist, dann würde der nächster Anstieg auf, sagen wir mal, 99,5%, der sieht zwar dann niedrig aus, aber der würde ja eigentlich bedeuten, dass man damit doppelt so lange überleben kann wie mit 99%. Und das ist halt so ein Phänomen. Hier spielen mehrere Sachen zusammen. Natürlich sollte man dann auch versuchen, den Charakter so auszulegen, dass der beispielsweise die Stärke von der Rüstung mitnimmt. Die Kevlar-Rüstung hat jetzt hier keine wirkliche Stärke, aber bei der Rüstung hier beispielsweise ist der Ausweichwert schon ziemlich gut. Wenn man den noch weiter ausbessern könnte oder die Rüstung weiter ausbessern könnte, wäre das ziemlich gut. HP jetzt eher weniger. Die NexRA-Weste, ja, da hat man halt die Hitpoints mehr. Die ist jetzt zwar auch besser als der Dämonenvernichter, aber nicht wahnsinnig. Und dann haben wir die himmlische Rüstung, die war aber auch, glaube ich, noch ziemlich weit, ja, ziemlich viel weiter. Aber da kann man sehen, die hat halt nochmal,
ja, ordentlich mehr Rüstung, ein bisschen mehr Ausweichen, 190 Hitpoints. Aber im Vergleich zum Kevlar, und das kann man hier vielleicht jetzt nicht so sehen, das 12 zu 7 und 60 zu 32, 190 zu 120. Aber das Ding ist einfach mal 4 bis 5 Mal so gut wie die Kevlar-Rüstung. Also da kann man dann seine Charaktere schon noch deutlich besser mit ausrüsten. Dann habe ich hier mal Heilig, Segen des Paladins. Das ist natürlich dann nochmal eine Ecke höher. Also jetzt nicht als die himmlische Rüstung, obwohl hier halt extrem viele Hitpoints sind. Da merkt man aber, dass der Ausweichwert und die Rüstung halt einen erheblichen Faktor spielen. Der ist besser als die anderen Rüstungen, aber die himmlische Rüstung ist da ja immer noch ja, bei einigen Sachen hier doppelt so gut. Und dann haben wir die dunkle Rüstung, das ist die Rüstung, die ich im Moment trage mit einigen Leuten. Da sind wir auch bei ganz guten Werten. Die sind halt ähnlich wie bei Kevlar-Rüstung auch. Jetzt nicht wirklich besser oder schlechter. Also überall minimal schlechter, aber kein großer Unterschied. Und die Obsidian-Rüstung wäre die nächste, die wir da nehmen könnten. Und da kann man auch sehen, die ist etwa auch auf der Stufe von dem Roten Teufel-Rüstung. Was natürlich die Obsidian-Rüstung dann vielleicht auch nicht so toll macht, um das als separates Ding zu erforschen. Und das wollte ich jetzt nur mal gezeigt haben, um halt ein bisschen die Werte im Vergleich zu haben. Und damit könnten wir uns jetzt hier nochmal angucken, wie die Forschung denn Sinn machen würde. Wir würden ja beispielsweise das hier ja auch dann bald erforschen und dann könnten wir theoretisch auch Roter Teufel uns holen, was auf jeden Fall ein kleiner Boost wäre. Das Problem wäre, naja, die könnten wir sogar ordentlich bauen. Also das ginge einfach. Und da wären wir ziemlich schnell dran. Was die Rüstungen betrifft, da waren wir bei dem Dämonenvernichter, hatten wir hier eine Option. Die ist auch gar nicht so schwer zu erreichen. Aber das war halt ein bisschen ein Problem, das Ding zu bauen. Aluminium, weiß ich jetzt gar nicht, wo wir das herbekommen. Oder hatte ich das vielleicht sogar schon erforscht? Ne, das ist wahrscheinlich hier irgendwo. Lehmvorkommen, Steinvorkommen, Orten. Ja, Geologie. Das bräuchten wir dann dafür. Also das wären dann schon halt die zwei CDs, die man dann dafür bräuchte. Wo war ich jetzt? Was hatte ich überhaupt nachgeguckt? Mit der Rüstung. Ja, genau. Bräuchte einmal diese CD und dann käme man hier zu dem Aluminium hin. Dann bräuchte man die Drachenschuppen noch. Ja, und Aloe Vera. Dafür bräuchte man einen Kräutergarten und der ist wahrscheinlich hier in der Basis. Aloe Vera Farben. Den müssten wir dafür. Und dann bräuchten wir da auch nochmal CDs. Es ist also. Ja, hier ist es verhältnismäßig einfach zu erreichen, aber das Material dafür ist halt ein bisschen qualvoll. Was ich ja noch gesehen hatte, war gesegneter Prediger. Genauigkeit 90. Es hat aber super wenig DPS. SPS, wie es auch immer heißen mag, Geschwindigkeit 2. Es ist wahrscheinlich aber auch gar nicht so schlecht, wie es da den Anschein macht, aber es ist wahrscheinlich auch nicht besonders gut. Gesegnete Pistole. Ja, da ist an sich auch nichts zu holen, außer diese Seraphenschleuder, die ist schon ordentlich. Dann haben wir die Rituale. Bei den Ritualen, da war sie sowieso nichts mit Rüstung. Da war ja aber noch interessant, was hier dieses Seelenkristall-Dingen ist. Und das Sturmgewehr, die konnten wir ziemlich einfach bauen, davon haben wir schon alles. Also das wäre sicherlich eine Option. Und die Schienen mit dem Schienengewehr könnte man das Gaussgewehr ersetzen. Wäre sicherlich auch eine Option. Weil das Gaussgewehr ist halt echt nicht wahnsinnig toll. Das hier hat nochmal 9 Reichweite.
Was, glaube ich, auch eins mehr ist, als das hier hat. Ja. Das wäre schon eine nette Sache. Im Moment kommen wir da sowieso nicht ran, aber das wäre vielleicht eine Idee, eben erstmal hier drauf zu gehen, erstmal das Sturmgewehr zu holen und damit könnten wir die Charaktere schon mal ein bisschen weiter ausrüsten und dann wären wir hier auch beim Einsatzschild nicht mehr weit weg, aber dafür bräuchten wir dann auf jeden Fall wieder hier in der Basis Kram. Denn dafür braucht man das hier. Und da kommen wir nicht dran. Das wäre aber natürlich die Alternative. Statt dem Gewehr auf das hier roter Teufel zu gehen. Und da werde ich gerade nochmal umschalten. Also wir haben quasi die Option, die Desert Eagle mit dem Sturmgewehr für die normalen zu ersetzen. Es macht halt bei ein paar Gegnern, also bei den schwächeren Gegnern, und das sind ja auch die meisten, die wir noch haben, da macht das schon einen ordentlichen Unterschied. Bei richtig starken, ja, wahrscheinlich macht das bei ziemlich allen Gegnern einen Unterschied. Und wir würden das Gauss-Gewehr mit dem Schienengewehr ersetzen. Was, ja, ja, das werden wir wahrscheinlich erstmal nicht machen, aber das Sturmgewehr wäre die eine Option. Oder hier Kevlar mit roter Teufel ersetzen, womit wir eben auch 50% mehr aushalten im Endeffekt. Wenn ich da jetzt wieder zurückwechsle. Und der nächste wäre ja der Dämonenvernichter. Der wäre eigentlich die schönere Option. Zack. Der Dämonenvernichter. Der war aber eben blöd zu erreichen. Das... Was man sich jetzt überlegen könnte, ist, dass sich das nicht wirklich rentiert, das hier überhaupt so weit zu erforschen. Also da rein zu forschen, sondern direkt auf den Dämonenvernichter zu gehen, um ja, Forschungszeit zu sparen. Aber ja, ich weiß nicht. Im Moment ist ja Forschung auch das, was ein bisschen am meisten zurückhängt. Also aus der Hinsicht wäre es schon gut, wenn man versucht, möglichst schnell die Computerstation zu bekommen. Und da würden wir am Titan vorbeikommen. Und dann würden wir auch die Titanrüstung, die aber nur für Tech-Rüstungen gut ist. Ich denke, ich werde weiter bei dem Plan bleiben, das hier erstmal freizuschalten. Beziehungsweise das hier vielleicht nicht. Sondern hier beispielsweise eingemacht ist. Damit kann man ja auch nochmal Boni bekommen, die ich mir auch eigentlich noch dazu holen könnte, indem ich die andere Nahrung, die Nahrung mehr mache. Dann bräuchte ich aber insgesamt mehr Holz und Holz bin ich im Moment ziemlich am Verbauen für den Kram. Man kann ja hier noch die Nahrung einstellen, aber da brauche ich einfach noch mehr Zeug für. Naja, wir haben halt theoretisch noch die Option Brot zu machen, dafür brauchen wir aber Holz. Und wir hätten Sandwich, dafür bräuchten wir aber auch Holz. Im Moment haben wir Holz, aber das ist ratzfatz wieder weg für die Bretter. Und solange wie ich das ja noch am Bauen bin, werde ich da mal drauf verzichten. Soweit der Exkurs. So. Gaukler. Die sind auf dem Weg nach da. Forschung holen und die werden hier weiterlaufen. Wie sieht's aus mit den... Das hier ist bald wieder weg. Da machen wir hier schon mal neue Weitsicht. Und die sind da unten noch mit beschäftigt. Ja. Wir könnten einfach jetzt das hier komplett freilaufen.
Indem wir da nochmal nach unten gehen und dann wieder nach oben und dann wieder nach unten. Und da sind wir angekommen. Okay, okay, okay. Weg. Mhm. Waren Engel, glaube ich, bei, oder? Ja, genau. Und da kommen sie. Jetzt weiß ich aber nicht, worum. Das ist der Yangshi erstmal. Gehen wir hier hoch. Natürlich genau falsch. Ja. Der Engel müsste alleine sein. Dann laufen wir da jetzt drauf. Okay, nicht ganz alleine. Okay. Das war doch ziemlich einfach. Aber die anderen Sachen, die waren ein bisschen heftig. Wobei das meiste sind davon, das Cerberus sind ja auch Nahkämpfer, aber ja, das sind diesen fies. Ja, lassen wir mal, da greifen wir nicht an. Dann gehen wir... Da sind vier Engel bei. Gehen wir hier mal nach oben und dann in den Wald. Und dann bringen wir da die ganzen einfachen Gegner um. Und holen uns eine Menge Holz. Vielleicht können wir dann auch überlegen, die andere Nahrung zu bauen. Von oben. Unten. Ne, die ist okay. Auf den Geist. Ach, der will da stehen bleiben. Ganz so gut. Wobei, das machen wir auch direkt nochmal. Da muss man nicht so viel Schaden einstecken. Das sieht gut aus. Ah, und da kommen direkt noch welche. Wahrscheinlich ist es da am besten, die einfach um die Ecke zu locken, irgendwie. Das hier sieht beispielsweise gut aus.
Okay, so war das zwar nicht geplant. Okay, da kommen sie jetzt von unten. Ja. Wunderbar. Dann gehen wir direkt weiter zum nächsten. Kämpfen! Eine Menge Hunde. Oh. Alle erledigt. Ach, da kann man nicht. Ach, da steht wieder. Den könnten wir pullen, wenn der. Vielleicht kommt er sowieso ran. Ne. Mhm. Ja, jetzt lass es erstmal abwarten. Die nächste Fuhre. Ja, perfekt. Vier. Da ist irgendwas Besonderes. Dann gehen wir da noch hin. Da haben wir ein paar Besessene. Das Gelände ist halt scheiße, aber... Vielleicht können wir hier sogar die ganz gut bekommen, wenn die da um die Ecke laufen. Nein, anscheinend wollen sie nicht hochlaufen. Andere Seite. Okay. Sehr schön. Da sind vier Geister dabei. Die sind zwar ein bisschen lästig, aber die gehen auch. Fünf. Ja, gut. Ja,
Da wäre es wahrscheinlich auch gut, weil das alles Fernkämpfer sind, wenn wir die irgendwie so bekommen. Das ist jetzt nur einer. Den können wir auch direkt uns so angreifen. Aber bei denen wäre es gut, wenn wir direkt vor Ort wären. Shit. Ja, ist okay. Mitchell hat aber was abbekommen. Die sind wieder sehr einfach. Flup. Okay. Das ist. Das sagen wir nochmal. Das sah zwar jetzt auch nicht super schlecht aus, aber da können wir auf jeden Fall noch das wesentlich besser rausholen, weil die können ja eigentlich gar nichts. Ach, die können selbst die nicht angreifen. Ne, das macht es natürlich dann auch nicht besser. Naja, die Häuser, die Ecken sind halt immer so eine Sache, die ja schlecht abzuschätzen ist. Das ist nur der. Okay. Das war nicht gut. Die Alternative wäre natürlich eine vernünftige Deckung, ganz gut. Bleiben wir mal hier. Na super. Ah, und da kommen auch welche. Das passt aber. Aha. Da kommt der Rest. Hier den angreifen. Ne? Okay. Ah, und den. Ja, gut, den sollten wir noch mitnehmen. Mhm. 5 Geister. Na gut. Dann wird das mit dem Wald wahrscheinlich nicht mehr so viel. Gehen wir hier rein. Und da ist auch noch eine Gruppe. Bleiben wir hier stehen. Kommen sie. Mhm.
gut. Da kommen Hunde. Und da ist noch eine Gruppe. Ah, oh, Hund. Ja, und dann hat man noch links was. Oh, das sind noch mehr. Ist weg. Ja, sehr schön. Auch gut gelaufen. 30 Bretter. Und jetzt hätten wir hier Gammelgegner. Mhm. Oh, okay. Da muss also Wasser sein, wenn der schon da so rüber setzt. Also immerhin. Ripa. Okay. Weiter geht's. Die sollte eigentlich nicht vorne stehen. Andererseits ist das bei denen auch ziemlich egal. Aber auch eine geringe Sichtweite. Die auch. Jo. Da bekommen wir Ranken. Kann natürlich auch sein, dass du durch diese Story-Quest irgendwas bekommen. Das kann genauso gut sein, dass die Story-Quest uns dann nochmal eine zusätzliche Herausforderung reinwirft, wenn wir dieses Ritual machen. Also. Puh. Da waren aber auch eine Menge Geister oder Besessene. Oh, da oben kommen auch welche. Dann müssen wir uns hier ein bisschen zurückziehen. Noch mehr. Ja. 8 Ranken. Das sind ein bisschen bösere, aber die haben hier irgendwas Tolles. Und machbar sind die auch, also wenn wir da mal hin. Naja, wer weiß, Tolles, aber. 2 Engel waren. Oh, ein Schrottgebiet.
Die Engel sind alleine. Moment, da muss ich mal gerade hier wieder rauswechseln und nur das das File speichern, schließen und wieder zurück, damit ich das jetzt wieder auf meinem anderen Rechner bearbeiten kann. Weil Engel wollte ich mir auch noch dazu schreiben. Wenn wir hier mal einen sehen. Dadurch, dass die aber einzeln waren, Sophia hat den und Mitchell ist darüber gestorben. Wir müssen auf jeden Fall zuerst die Engel killen. Wir haben aber hier keine gescheiten Wände oder sowas, wo man sich hinterstecken kann. Wir kriegen die ganze Gruppe nicht dahinter. Legion, gehen wir mal zurück. Da sind sie. Malia. Alle rüber. Okay. Ja, die ist ziemlich im Eimer. Und für den Rest können wir uns noch hier unten irgendwo begeben. Das hier ist eigentlich eine schöne Reihe, aber da werde ich nicht mehr genug Zeit für haben. Ja. Shit, 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 shit. Ah, es sind sogar zwei von denen. Okay. Den. Shit, der Tom ist noch gestorben. Ah. Da hätte ich ein bisschen abwarten müssen, bis die weg sind und dann dahin und dann nochmal warten und so weiter. Da sind die Engel. Und das hat der Tom und der ist tot. Es müsste entweder jemand haben, der voll ist, oder der verschwinden kann. Da ist Engel. Bart. Der hatte zumindest noch was, aber das reicht wahrscheinlich nicht. Doch. Hat gereicht. Wunderbar. Schnell rüber. Das hier ist eigentlich eine schöne Location. Angriff. Du machst das. Du machst Segen. Aha, du kannst dich direkt mal heilen.
dann verschwinden. Der ist aber auch weg. Okay. Du läufst einfach mal weg. Und da muss ich jetzt aber aufpassen. Ja, auch weggespratzt. Sauber. So, was haben wir hier Schönes bekommen? Sandelholz-Armreif, das habe ich auch schon mal gefunden. Heilen, das macht aber keinen Sinn, finde ich, wenn man dafür was anderes weglassen muss. Ja. Da haben wir drei Geister, drei Yangshi und auch wieder was Besonderes, dann gehen wir da hin. Das noch 83. Wo ist Dan? Verteidigungsaura ist der am machen. Das hat ja auch. Das hat schon einen Sinn. Da ist ein Dorf. Okay. Das ist ja auch eine super, au, super schlechte Karte für die, aber hier haben wir zumindest ein bisschen Deckung. Oder da unten. Das hier unten ist eigentlich ganz cool. Geister. Müssen wir erstmal auf den. Leider ist die jetzt tot. Ja. Da fehlt mir halt eine gescheite Tankmöglichkeit. Oh, das ist auch nach unten, aber. Gehen wir erstmal darüber. Ja, lange machen die es nicht. Ja. Sauber. Legion, den können wir aber runterpullen. Ja, das ist immerhin ein Tank. Ne, ist es gar nicht. Mal so. Was ist denn das da? Ah, das noch her. Das ist eine Scheißposition dafür.
Wenn die jetzt nach links laufen, dann könnte das funktionieren. Wenn die direkt wieder nach oben laufen, habe ich davon nichts. Scheinen wieder nach oben zu laufen. Beziehungsweise sind wahrscheinlich ganz rechts. Ja, und dann laufen sie wahrscheinlich auch wieder nach oben. Also gehen wir da mal ein bisschen. Das hier ist okay. Mhm. Mitchell, Alina, machen wir mal hier einen Segen drauf. So, und die müssen sich aber auf den konzentrieren. Wunderbar. Auf den konzentrieren. Sehr gut. Perfekt. So, was haben wir hier Schönes? Wow, zwei Rüstungen des Heiligen. Da kann ich mal auch gerade nachschauen, wie gut die sich im Vergleich zu der zur Kevlar-Weste ist, weil die halt Rüstung 5 hat. Naja, und ausweichen auch nur 34, aber wie viel die Hitpoints im Endeffekt ausmachen. Dann muss ich mal gerade... Machen wir hier mal Rüstung des Heiligen. Moment. Wir haben 190 Gesundheit, 34 Ausweichen, 5 Rüstung. Und... Gegen Yangshi besser als Kevlar, gegen Legion besser als Kevlar, ja, überall deutlich besser als Kevlar. Weil die Hitpoints einfach so viel ausmachen. Und als Tank hat man wahrscheinlich auch noch einen höheren Hitpoint-Bonus als andere Sachen, also die ist schon gut. Und wir haben 6 Äther und 24 mystische Ranken, das ist auf jeden Fall ganz cool. Ja, da ist jetzt nicht mehr wahnsinnig viel, was wir machen könnten, weil unsere Charaktere ein wenig tot sind. Fünf Besessene. Da ist einer. Gehen wir dahin. Machen wir noch ein ganz kleines bisschen und dann müssen wir auch weg. Und da kann ich jetzt wieder mir einen neuen Charakter safe scammen. Sie wollen nichts mit dir zu tun haben. Da wäre es einfach besser, wenn das prozedural gewesen wäre, dass das quasi auch im Kartenseed festgesetzt wäre, wie die sich zum Spieler verhalten. Weil damit hätte man sowas ja direkt ausgeschlossen. Ja, wieder dasselbe. Kann natürlich auch sein, dass die einen gewissen Startzustand haben und dass durch das Event nur nach oben oder nach unten korrigiert wird. Dass die halt jetzt auch
nie freundlich werden können. Aber neutral. Wenn die natürlich einmal alle freundlich sind und man die Charakter voll hat, dann kann man die alle für Karawanen verwenden. Händler ist wieder feindlich. Aber bisher hat das bei den anderen deutlich früher funktioniert. Ja, das hat geklappt. Das heißt, da werde ich jetzt wieder speichern. Und dann gucken wir, dass wir einen neuen, brauchbaren Charakter bekommen. Aber Forscher würde ich jetzt auch nehmen. Stefanie, Fähigkeiten. Gärtner, Feldarbeitgeschwindigkeit. Ich meine, Gärtner brauchen wir auch, aber vielleicht nicht so viele. Ich habe halt eigentlich schon Feldarbeit. Feldarbeit ist halt das, wenn man sonst nichts kann. So, ich habe auf jeden Fall zwei Charaktere. Mindestens zwei Charaktere und vielleicht noch ein paar, die so ein bisschen was können. Hm. 60%. Ja, das ist mir zu blöd. Nehmen wir wen anders. Wüt. Rich. Das sieht so ein bisschen aus wie der Mentalist. Amateur-Okkultist, Gläubiger und klug. Der ist mal extrem gut im okkulten Forschen, würde ich behaupten. Dann nehmen wir den für die okkulte Forschungsgeschwindigkeit. Rich heißt der. Der ist ja unspezialisiert und hat okkulte Forschung. Wieso habe ich das denn bei den anderen nicht aufgeschrieben? Prioritäten. Der macht das. Und wenn das Ding belegt ist, erstellt er halt ein bisschen Schrott. Wer hatte denn sonst noch okkulte Forschung? Viel. Keiner. Also, zwar schon, aber keiner hat das aktiv. Der nur. Ja, da kann natürlich nicht so wahnsinnig viel passieren. Der hat aber Wasserhacken eigentlich. Habe ich eingetragen. Habe ich. Moment. Das ist Kundschafter. Den habe ich auf Pistolen. Auskundschaften. Kartengeschwindigkeit. Weil der Wache hatte. Das ist natürlich auch eigentlich eine sehr coole Kombination. Da müsste ich auf Auskundschaften setzen. Das ist der Greg. Der hat auf jeden Fall ja Wasserhacken. Der eigentlich kann er gar nichts. Okkulte Forschung kann der auf jeden Fall nicht. Also da hat er jetzt hier 30%, aber
sammeln müsste da eigentlich. Na, lass mal den das machen. Da steigt er ja auch nicht durch. Der wird insgesamt eben auch sehr langsam steigen. Naja gut, ich hatte gedacht, dass wir mehr okkulte Forschung haben. Aber es kann sein, dass ich gerade die reskilled hatte, weil die anderweitig zu schlecht waren. Ich glaube, Sophia hatte vorher was, die habe ich aber ja umgebaut. Oder dass die halt gerade einfach unterwegs sind. Na gut, damit haben wir jetzt jedenfalls nochmal einen sehr guten okkulten Forscher. Und am nächsten Mal werden wir dann wohl mit der Gruppe wieder zurück. Noch ein, zwei Kämpfe machen, wieder zurück. Und dann mal weitersehen. Aber mittlerweile habe ich auch so viele Leute, dass man theoretisch zwei Teams losschicken könnte, wenn man das denn wollte. Dafür bräuchte man natürlich auch die doppelte Ausrüstung. Der Punkt wäre aber auch, dass man niemanden mehr zum Verteidigen zurückschicken muss, weil die dann alle einfach hier wären und ihre Ausrüstung haben und dann Gegner wegpusten können, ohne dass wir, wenn wir das denn hier auch fertig gebaut haben. Ja, aber das wird ja auch so langsam. Ja. Na gut, dann ist es hier Zeit für einen Schnitt und wir schauen beim nächsten Mal weiter. Bis denne.